das Land ist euch nach die Kampf. Mit dem Messer drin, ein Handschuh drauf, man keine Unterlies. An der Grenze, grünem Wasser, fallen plötzlich Leute um. Es ist weder Pest noch Cholera, doch es heißt, wenn dies genug und der Vogel. Wer es mit dem Klimaschutz ernst meint, liebe Freundinnen und Freunde, muss zuvorderst diese Klimakiller abschalten. Wir bauen hier 25 neue Kohlekraftwerke. Mit staatlichen Subventionen bauen wir 12 neue Billigflughäfen. Wir bauen neue Autobahnen. Wir schützen die Interessen unserer Autoindustrie vor den Regulierungen in Brüssel. Es geht um Gerechtigkeit. Jeder Mensch, hier und überall auf der Welt, in unserer Generation und in den kommenden, hat das Recht, die natürlichen Lebensgrundlagen der Erde in nachhaltiger Weise zu nutzen. Ohne Klimaschutz sind am Ende des 21. Jahrhunderts 20-30% aller Arten stark gefährdet oder ausgestorben. Das ist Brutalität reinster Sorte. Schlimmer kann man es gar nicht ausdrücken, was wir mit unserer Hybris in den Industrienationen angerichtet haben. Wenn alle uns folgen würden, dann geht es den meisten Arten auf dieser Erde an den Kragen. Das ist in der Größenordnung vergleichbar mit dem Aussterben der Dinosaurier von der Geschwindigkeit her. Schockiert von diesem Gebäude. Es macht mich wütend, die Arroganz der Macht zu sehen, die hinter diesen phallischen Gebilden steckt und diesem zynischen Plakat Klimaschutz jetzt. Das macht so wütend und diese Wut müssen wir alle mit nach Hause nehmen. Auch die Wut darüber, dass die Dreckschleudern gegen die Versprechen weiterlaufen sollen. Die sollten wissen, dass die Kuschelzeit mit Nichtregierungsorganisationen und Kirchen vorbei ist. Wir wollen Taten sehen, und zwar konsequente Taten. Und diese Taten wollen wir jetzt. Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen. Nach dieser Klimaheuchelei, die wir derzeit täglich sehen müssen, alle sind für Klimaschutz und die Realität sieht anders aus, haben soziale Bewegungen, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen verstanden, dass es sich um eine Machtfrage handelt. Und deshalb kommt es darauf an, dass nach diesem Aktionstag wir mächtig werden. Und wir wissen auch, der Grund, warum die Parteien das machen, liegt unter anderem an dem enormen Filz zwischen Wirtschaftslobby und Politik. Und der nächste Schritt für die Bildung dieser Allianz ist die Gründung lokaler Klimaallianzen. Bringt in euren Orten alle Mitglieder der bundesweiten Klimaallianz zusammen und setzt eure Politiker vor Ort unter Druck. Sorgt dafür, dass lokal Klimaschutzprojekte für 40% weniger CO2 beschlossen werden. Wir müssen aber auch sagen, diese Allianz hat noch auf der zivilgesellschaftlichen Seite einen großen blinden Fleck. Wir wissen, wir brauchen die Gewerkschaften.
um sozial-ökologisch die Globalisierung unter Kontrolle zu bringen. Aber in der Klimaallianz ist bisher keine einzige Gewerkschaftsuntergliederung und keine Gewerkschaft Mitglied geworden. Deshalb fordern wir von den Gewerkschaften, nehmt euren gesellschaftspolitischen und internationalistischen Anspruch ernst und schließt euch dieser Bewegung für Klimaschutz an. Und macht euch nicht zum Lobbyisten der Arbeitsplätze von gestern, sondern kämpft für gute Arbeit von morgen. So, und eins möchte ich noch sagen, wenn ich diesen Bauzaun hier sehe, dann kriege ich ja das Lachen. Ja, ich komme aus der Nähe von Gorleben. Lasst uns da diese Plätze, genau wie die Billigflughäfen, Bauplätze, warten auf die ersten friedlichen und ungehorsamen Besetzerinnen und Besetzer, die sich diese Arroganz der Macht nicht mehr gefallen lassen. Also, vier Schritte als Hausaufgaben sollten wir mit nach Hause nehmen von diesen Demonstrationen. Boykottieren wir die vier Energiekonzerne und bauen die Alternativen. Lassen wir den Politikerinnen und Politikern keine Ruhe mehr mit unseren Forderungen. Bauen wir hunderte von lokalen Klimaallianzen und unterstützt die nächsten Massenmobilisierungen der Klimabewegung hier in Deutschland und international nächstes Jahr in Poznan in Polen, 2009 in Kopenhagen und mit vielen Demonstrationen hier vor Ort. Wir wollen und werden dafür sorgen, dass hier in Deutschland Klimaschutz ernst gemacht wird und werden Druck machen, dass es zu bindenden internationalen Klimaschutzvereinbarungen kommt. Eine andere Welt ist möglich und sie beginnt mit einer konsequenten Politik für Klimaschutz. Vielen Dank. Ihr habt sie prima misshandelt. Ihr Anbieter der Habgier. Ihr liebt Namen und Wissen. Euer Vertrauen versucht.